wo wir jetzt wieder zum Aufräumen kommen, endlich mal. Wir haben halt relativ viel gemacht und jetzt sind hier Punkte drin, die da nicht hingehören. Und wir können uns jetzt die Statistics anzeigen lassen. Und wenn wir jetzt nachzählen würden, dann würden wir feststellen, von mir, da sind viel mehr Punkte und Flächen, die eigentlich gar nicht da sind. Und wenn ich jetzt diese Fläche anfasse, dann wird man halt auch sehen, oder auch die Punkte, dass sich die irgendwann seltsam verhalten. Und an dieser Stelle, wenn man solche Sachen gemacht hat, dann sollte man ab und zu das Mesh Cleanup aufrufen. Und zwar dann das Merge by Distance. Und wenn wir das ausführen, dann werden wir eventuell sehen, dass hier unten steht, dass er so und so viele Meshes und Vertices zusammengeführt hat. Üblicherweise passiert das ungewollt, dass man dass man die produziert. Für mich ist es gar nicht so einfach, die hervorzurufen. Da müsste ich mir schon ziemlich Gedanken machen. Gut. Selektieren, duplizieren. So, jetzt habe ich die dupliziert. Ich kann jetzt auch die Kante nehmen, zum Beispiel diese beiden Kanten duplizieren und zum Beispiel einfach mal dahin packen. Das kann so Überbleibsel sein, wenn man irgendwelche Geometrie erzeugt hat, die man dann irgendwann auch gelöscht haben möchte. Das heißt, wie kriege ich die weg? Manchmal weiß ich gar nicht, dass sie da sind. Wenn ich hier zum Beispiel eine Dublette mache, die ist da, aber die sehe ich nicht sofort. Das fällt also erstmal nicht auf. Und an dieser Stelle greift jetzt erstmal das Merge. Böser Fehler. Böser, böser Fehler. Wir müssen alles anwählen, damit das Cleanup auch tatsächlich funktioniert. Merge by Distance. Und jetzt sehen wir 16 Vertices. Das heißt, 16 Vertices sind hier gewesen. Die hatte ich eben einfach dupliziert. Wenn ich jetzt mal auf den Vertex-Modus gehe, dann kann ich sehen, okay, der funktioniert. Diese sind noch da. Die will ich auch weg haben. Die sehe ich natürlich. Die kann ich auch löschen. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel das dupliziere die nochmal. Shift-D auf der gleichen Stelle, das heißt, die ist da. Mesh Cleanup, Merge by Distance. Da hat er sie nicht, weil ich nicht alle selektiert habe. Merge by Distance, das sind die beiden, die er jetzt entfernt hat. Das Ganze mache ich jetzt nochmal. Shift-D. Nein, Shift-D, nicht Shift-S. So, wenn ich jetzt auf den Vertex gehe, kann ich den Vertex, kann man sehen, so verschieben. Und genau das ist halt jetzt das Problem. Ich wähle alle an, mache den Merge by Vertex, dann hat er zwar einen entfernt, nämlich den hier, aber den nicht. Und diese Kante, die will ich eigentlich auch nicht haben. Muss ich also auch wegkriegen. Und dann muss man sich an den anderen halt versuchen. Delete Loose, das ist halt genau solche Elemente, die nicht zu einer Fläche gehören. Und der entfernt das. Fünf Vertices, drei Edges hat er entfernt. Das ist halt die Kanten und Edges, aus denen das Ding bestanden. Das ist also ein kleiner Einblick. Vertex-Dubletten, Kantendubletten und wie kriege ich sie tatsächlich weg?